Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind jetzt hier oben angelangt und es gibt eigentlich nur einen Weg für uns und der geht nach unten in die Anlage rein. Wir schauen aber trotzdem vor, kurz, ob wir ein bisschen upgraden können. Nicht. Können wir was herstellen? Auch nicht. Gut, dann gehen wir wohl nach unten. Bleib stehen, Häschen. Dass ich da nicht reinkomme. Nun gut. Neun Pfeile haben wir noch. Warum kann ich so Kleinholz verarbeiten? Ich kann nichts für ihn tun. Da ist ein Pfeil. Irgendwas geht davor. Es kam aus dieser Richtung. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Ja, nee, ist klar. Da komme ich nicht hoch. So, 5 neue Pfeile, jetzt sind wir bei 13. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Bestätigt. Woher kam das denn hier? So. Den haben sie einfach hier dran getackert. Nehmen wir die Flasche mit.
Oder auch nicht. Doch. Da kommen noch mehr von ihnen. Natürlich, warum sollte es auch einfach sein? So, da oben läuft eine Patrouille. Unten und oben jeweils eine. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Warum hörst du dumme Sau das nicht? Hohoho, das war knapp. Okay, dann mal schnell ins nächste Gebüsch rein. Das war dumm, das war dumm. Ich werde recke gleich. Ziel wieder erfasst. Ich gebe dir Deckung. Hey, ich bin tot. Ich wusste nicht, dass ich die blöde Feuerdingens so werfe. Dammit. Bis wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kisten möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Da ist Munition drin. Ich kann keinen verlieren. Sind wir sicher? Ich habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis wieder läuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Ich würde gerne probieren, ob ich den da oben mit dem Pfeil, mit dem Headshot ausschalten kann, lautlos. Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Die Zentrale will wissen, was dabei rauskam. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Ja, ich habe auch eine Überraschung für dich.
einen Bogen in die Fresse und dann Genickbruch. Awesome! Ich bin Killer. So, und an die anderen kann ich mich ranschleichen. Ach Mann, das lief so gut. Liegt sonst nichts für mich rum, ne? Die muss ich nochmal extra plündern, weil ich die mit dem Pfeil erschossen habe. Ich hoffe, ich komme da irgendwie nach oben. Hallo? Oder doch eher unwichtig. Gut. Dann geht's weiter nach oben. Das sieht mir nach Pfeilen aus. Da gibt's wieder ein neueres Tonband. Erstmal hier die Kiste leer machen. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest, aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Hm. Okay. Scheint da etwa jemand vielleicht doch ein bisschen auf unserer Seite zu sein? So, ich renne hier auch nicht rum. Ich werde hier schön gemütlich langlaufen. So, dich plündern wir jetzt auch noch. Oh, meine Pfeile sind voll. Sehr schön. Halbautomatische Pistole, ein weiteres Teil. 2 von 4. Also noch 2 Teile, dann kann ich meine Pistole zusammenbauen. Dann geht hier ab die Luzi. Schon schön hier. Die Sowjets.
So. Dann mal mit Carajo ins nächste Gebiet. Bergungsgutkiste. Muss ich hier immer... Oh, ich glaube... Ah, okay. Okay. Bum, bum, bum. Okay, ich habe 31 Schuss mit dem Revolver. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ah! Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an.
Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt, die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Komme ich überhaupt lautlos voran? Wir verlieren den ganzen Scheiß Treibstoff. Es gibt noch Probleme mit dem Treibstoffsystem. Schlagt noch keinen Alarm. Wir arbeiten dran. Halt, nicht mit Rohrgewalt. Mit Gefühl. Das Ding ist durchgerostet. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Vorsicht. Da ist irgendwas. Ich sehe hier oben keine Sicherung mehr. Nichts. Bestätigt, alles sicher. Bei denen habe ich eine ganz besondere Idee. Die ganze Hütte abgefackelt. Das wollte ich gar nicht. Das war nicht der Plan. Das war ein Header. Sehr schön. Haben wir immer schön aufgeräumt. Sean for all? Was? What the heck? Ahem.
Oh, ein Lagerfeuer. Sehr schön. Wir haben bestimmt einigen Stuff zum Upgraden da. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal. Gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Mehr Munition bei Gegnern finden ist nicht schlecht. C abrollen, fallen natürlich hergestellte Objekte erledigt oder bringen mehr EP. Ich nehme mal einen Konterschlag. Waffen upgraden. Leitet die beim Feuer ausgelösten Gase, um den Rückschuss des Anhängerlaufs zu reduzieren. Lieber die Effizienz, mehr Schaden machen mit der. Nun gut. Dann war's das erstmal hier am Lagerfeuer. Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Okay. Bleib doch mal stehen. So, ein bisschen Tierfell eingesammelt. Kräuter. Rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Sicher. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit.